Doof, wenn man das alles da reinsteckt und das nicht funktioniert. Gut. Ist schon wieder weg. Cadmium. Funktioniert Cadmium? Cadmium funktioniert ja auch nicht. Ja, Cadmium kommt dann in den Electric Furnace rein. Oh, vielleicht. Was? Jetzt bin ich der Roboter. Gerade eben war ich der Emo. Vielleicht sollte ich mal lesen. Cadmium. Ah, da oben läuft es. Gut, ja. Ich höre jetzt auch wieder auf. Hallo. Kann ich nicht. Da ist neutral. Gut. Das war's dann damit. Mit der kleinen Sounddemonstration. So. Gold können wir auf jeden Fall gebrauchen. Gold kann man immer schmelzen. Ich weiß nicht, was kann man noch schmelzen? Indium, Jadorite, Silber. Lead und Silver Ore kann man auf jeden Fall schmelzen. Das weiß ich nicht, wie man oder was man damit tun sollte. Nether Salt, Nether Sulfur. Ich glaube, die Sulfur-Sachen sollte man nicht in die Smeltery packen, sondern in die normale. Ja, in die Hänger. Richtig geiler Hänger. Oben in dem Macerator. Wie viel haben wir? Sechs. Gut. Sechs Stück. Das war genau eins zu wenig, wie ich befürchtet habe. So, in den Macerator packen, denn ich glaube nicht, dass das Ding hier sowas schmelzen kann. Sulfur. Wir können es ja eigentlich schon einfach mal reintun und gucken, ob es läuft. Wenn nicht, dann wissen wir ja, woran es liegt. So, Uranium, Indium. Ach ja, genau. Lead und Sulfur. Einmal Lead Ore, bitte. In der Zwischenzeit können wir mal gucken, wie das oben läuft. Hallo? Springen bitte gefälligst. Das Ding hat auch wieder ein bisschen Power bekommen. Dann laden wir mal unsere schönen Schüchchen damit auf. Wie viel haben die übrigens? Die haben 1 Million. Kriegen die rein. Ja, 1 Million ist schon was. So, haben die. Okay, das hat sich jetzt komplett repaired. Schön. Sehr schön, dass das läuft. Molten Silver, gut. Also haben wir jetzt hier Silver Ore drin. Also jetzt kommen wir wieder in diese typischen Abläufe. Zeug rein, Zeug raus, aber das muss man leider machen. Habe ich überhaupt oben geguckt, wie das jetzt läuft mit dem. Ah, Cadmium. Gut. Haben wir vielleicht unten noch ein bisschen Cadmium-Ohr? Oder so? Sieht nicht danach aus. Hier noch was? Ne, schade. Diamond. Das tue ich nachher mal in den Macerator rein. Das waren 50 Ingots. Das sind mehr als 4. Das sind 52. Ja, das sind 5 Stück und 7. Oh, ruckel, 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 ruckel. Und dabei sind schon die Shader aus. Das ist wirklich
Heftig. Jetzt habe ich nur noch 20, 22 Frames. Ich weiß nicht, woran das liegt. Habe ich eine Ob Video. Oh. Ich habe komplett Optifine aus. Ah, daran liegt es. Gut. Ja, ich habe es etwas runtergestellt, um farmen zu können. Denn ich wollte nicht, dass die ganze Zeit das Ding an ist. Tut mir leid. Ja, jetzt kommen auch wieder die 50er-Raten. Schön zu wissen, dass das läuft. Hallo? 50er-Raten bitte? Oder stabile 25er reichen mir auch. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier rein. Video-Settings. Fancy. On. Mach ich mal einfach mal auf Short. So, jetzt habe ich 50. Jetzt habe ich stabile Raten. Jetzt geht das Ganze auch. Ja. Jetzt sieht man halt nicht so viel, aber zu Hause ist das ja sowieso nicht das Thema, wenn man die ganze Zeit hier im Haus ist. So, Silber, Gold, Gold. So, dieses Diamantenteil. Da. Aluminium. Fast fertig. Macerator. Ah, und da kommt das rein. Gut. Das kommt dann wahrscheinlich wieder in den Kompressor. Cadmium. Das Indium kommt dann wahrscheinlich auch nach oben. 34 Stück, das sind 9er Reihe. Scheiße, ich glaube, es waren. Hallo? Was wollte ich gerade machen? Ah ja. Das Zeug rausholen und ins Bett gehen. Mal kurz. So, denn ich möchte nicht überrascht werden während der Nachtszeiten. Und ja, es liegt daran, dass ich ein Schisser bin. Ich hatte früher, als ich ganz am Anfang mal noch Minecraft gespielt hatte, hatte ich Albträume davon. Als ich mit den Mods angefangen habe, hatte ich Albträume davon, dass ich runterfalle mit dem Jetpack irgendwo am Arsch der Welt, weil ich die Welt erkunden wollte und dann sterbe. Und einfach alle meine Sachen verliere, weil ich natürlich vorher, wie es immer in Albträumen ist, vergessen habe, meine Hosen aufzuladen und meine Schuhe. Denn ich hatte die Quantumschuhe damals. Und das war sowas von ungemütlich, einfach nur. 5 Diamanten bekommen wir daraus. Oh. Ja. Das ist doch schon mal was. Also, das Zeug durch den Dings zu jagen, lohnt sich scheinbar. Richtig stark. Zack. Mal gucken, was der damit macht. Der arbeitet auch schön vor sich weiter. Ja, ich könnte mal Upgrades machen. Upgrade Circle. Fällt mir gerade ein. Lohnt sich vielleicht. Hoho.
Ja, das lohnt sich wirklich richtig hier oben Slaps, Lazuli und so weiter reinzutun. 36. 36, das kann ich noch. Das sind genau 4 Stück. So, 4 Block Aluminium. Ist ja auch nicht schlecht, so viel zu haben. Ich glaube, das reicht auch fürs Erste. Denn Aluminium brauche ich ja nicht wirklich viel. So, da haben wir sein Zeug. So, es fehlt noch. Immerhin das falsche Teil rein. Xinbar, Iron, Ferrous. Nether Gold. Mal gucken, was mit Nether Gold passiert. Oh. Cool, das läuft auch. Gold. Mal gucken, wie viel da rauskommt. Ich habe jetzt 3 Gold reingetan. Da bin ich jetzt gespannt, was da wirklich rauskommt. Ich bin jetzt nicht sicher. Aber es könnten, naja, 15 werden es garantiert nicht sein. Boah, beeil dich mal. Okay, ich muss heute noch garantiert zur Lavaquelle Lava holen. Ja. 4, 8, 12. 12, das sind. Hallo. Oh. Ja, stimmt, das ist ein Block plus 3. Ja, rechnen sollte man lernen. Schön. Das kommt auch alles wieder hier rein.